Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk, wiederum von der Unteren Au, vom Naturbad in Franstanz. Und wie könnte es anders sein? Natürlich gibt es auch hier einen Bademeister. Aber es handelt sich hier um einen ganz, ganz besonderen Bademeister. Er war schon zu Gast bei Günter Jauch, heute bei Günter Oberscheider. Ist mir eine große Ehre. Herzlich willkommen, Ulrich Loacker. Mir auch, freut mich. Danke vielmals. Ulrich, habe ich es angedeutet, ganz kurz, du warst bei Günter Jauch schon mehrfach zu Gast aus einer ganz besonderen Geschichte heraus. Du bist von 1000 Meter abgestürzt und hast es überlebt. Ja, ich bin 1000 Meter, bei 1000 Meter aus dem Helikopter ausgestiegen und bin auf der Erde wieder aufgekommen. Der Schirm und der Rettungsschirm hat kollabiert und in sich verheddert und das Ganze war Worst Case im Worst Case. Aber ziemlich schnell habe ich dann gemerkt, ich kann es bewegen. Dann bin ich aufgestanden, habe meine 7 Zwetschgen gepackt und bin wieder davor spaziert. Kann man sagen, Ulrich Loacker hat mehrere Leben? Einen zweiten Geburtstag und einen tollen Schutzengel. Wie lange ist das schon her? Das war im Jahr 2010. Unfassbar. Unfassbare Geschichte. Könnten wir jetzt den ganzen Tag über diese Geschichte reden, aber schön, dass du es überlebt hast und vor allen Dingen schön, dass du jetzt heute hier mit dabei bist. Du bist Bademeister hier im Naturbad in Franstanz. Was ist das Besondere, in einem Naturbad Bademeister zu sein? Also, zuerst muss ich sagen, das ist das schönste Bad im ganzen Ländle. Und da Bademeister zu sein und dort zu arbeiten, ist eh schon eine Ehre. Und das ganz Besondere an dem Bad sind die Leute. Die Leute sind zufrieden, die Leute sind entspannt, die Leute haben einen Hausverstand. Und das ist eigentlich der größte Unterschied zu einem generellen Bad mit Chlorbadegästen, die nicht schlechter sind oder etwas, nur ein komplett anderer Charakter. Was sind hier deine Aufgaben als Bademeister? Das Klassische, wie man es aus Baywatch kennt? Jawohl, genau. Der klassische Baywatch. Immer gut ausschauen. Und nein, ich sage jetzt mal Mädchen für alles. Vom Psychologen zum leichte Verarztungsarbeiten, zu Rettungsdiensten, bis hin zu nicht so tollen Putzangelegenheiten, weil Sicherheit und Sauberkeit liegt an erster Stelle. Also ich sage jetzt mal Mädchen für alles. Gibt es eigentlich einen Unterschied vom Badegast, weil du es ansprichst? Vom Badegast, der ins Naturbad geht, muss hier das Verhalten anders sein als hier zum Beispiel in einem anderen Schwimmbad? Er kann lockerer sein. Warum? Wir haben eigentlich nicht viele oder fast gar keine Stellen, wo Kinder oder Nichtschwimmer über eine Kante fallen können und hinter der Kante ist gleich 2 Meter tiefes Wasser. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns laufst du mehrere Meter, bis du in dem kalten Wasser in einem Schwimmerbereich kommst. Und das alleine hindert schon die meisten Gäste, irgendwo reinzuspringen oder reinzuhüpfen, ohne sich akklimatisieren. Gab es eigentlich schon brenzlige Situationen für dich als Bademeister? Gibt es immer wieder, aber wir haben bisher immer alles gemeistert. Da muss ich auf Holz klopfen, dass alles ohne gröbere Verletzungen abgegangen ist. Also ein Hubschrauber oder Rettung, das brauchen wir jedes Jahr. Jede Saison passiert etwas. Unfallverhütung, Unfallprävention kann man nur mit Hausverstand und Eigeninitiative von Gästen selber ein bisschen minimieren. Wir Bademeister und wir Personal können eigentlich nur nachher die Rettungskette einleiten und dementsprechend schnell und professionell zu helfen. Als Vater und jetzt schon Großvater, habe ich immer sehr oft auch an Naturseen aufgehalten, ist irgendwo die Angst, wenn dem Kind was passiert, man sieht es nicht, wenn es untergeht. Ist das eine Angst, die unbegründet ist? Jein, jein. Also Respekt vor dem sollte man immer haben, weil ganz genau, wenn man mal auf 2 oder 3 Meter Tiefe drinnen ist und nur aufkommt, dann sieht man noch nicht mehr. Darum empfehle ich immer den Leuten, geht nicht allein ins tiefe Wasser schwimmen, dann die immer an einem Säger, da schwimme ich um oder zumindest dem Bademeister Bescheid sagen, ich bin da, schau mal, ich wäre allein nicht.
Wenn man zu zweit ist, ist das wieder eine Verantwortungssache, dass man nicht zulagt, wie ein anderer untergeht, sondern der man auch hilft. Oder zumindest, wenn man nicht fähig ist, sofort dem Bademeister oder dementsprechend laut anderen Gästen Bescheid gibt. Weil eine lückenlose Überwachung gibt es in keinem Schwimmbad. Jetzt bist du Naturbademeister. Ist das richtig? Ganz genau. In der Form, aber der Einzige in Vorarlberg. Ich bin einer der Einzigen, wenn nicht der Einzige, mit dieser Ausbildung bei uns im Ländle. Weil es ist schade, dass das Wifi oder nicht dem Wifi die Schuld zuzuschieben, oder schade, dass im Ländle dieser Ausbildungszweig einfach nicht gibt für Naturbadeseen, wo man mehrere dieser Anlagen haben. Es werden alle, die im Dienst sind, auf Normalschwimmbäder ausgebildet und haben dementsprechend. Aber Naturbadesee ist noch einmal was anderes, was ich in Kärnten, ich war in Klagenfurt und habe diese Ausbildung dort genossen, waren mehrere Wochen im Wifi Klagenfurt, die das gestimieren aufgrund der Mengen an Seen, die sie haben. Also ich bin sehr oft in Kärnten, oder? Und da gibt es natürlich viel mehr Seen, darum vermutlich auch diese Ausbildungsmöglichkeit. War eine sehr interessante Ausbildung und ich habe Sachen gelernt, die ich vorher wirklich nicht gewusst habe. Und natürlich war das im ersten Jahr, wo ich da angefangen habe, meine Aufgabe, zum einfach professionell zu sein. Nicht nur zum Dasein und etwas zu tun, sondern Bescheid zu wissen. Die Leute sagen können, warum ist das so, warum funktioniert das so. Warum ist das Wasser so kalt? Warum gibt es Trennschichten? Was ist wichtig am Schilfgürtel? Etc. 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 Da gibt es vieles rundum um das Paket, was anders ist als wie in einem Chlorschwimmbad. Jetzt bist du sicherlich prädestiniert, uns etwas über den See hier, über dieses Naturbad Untere Au zu erzählen. Wie groß, wie tief, die Wassertemperatur und vieles mehr. Kannst du uns ein paar Fakten geben? Also im Moment haben wir herrliche 20 Grad plus steigend. Das ist da für die Untere Au Wahnsinn, super, perfekt. Heute Morgen war es an der Luft kälter als wie im Wasser. Also für einen Frühschwimm für alle top. Die Wasserfläche beträgt 14.000 Quadratmeter. Durchschnittstiefe sind so 3 Meter, Maximaltiefe 5,5 Meter. Wir haben recht große Uferbereiche, die alle als Kneiper oder auch als Nichtschwimmer genutzt werden können. Wir haben eine extra Kinderabteilung, ein Nichtschwimmerbecken, das Maximaltiefe von 60 cm hat und wir auch darauf lagern. Die Liegefläche sind 10.000 Quadratmeter, was jedem Gast genügend Platz garantiert, auch in der Hochsaison, muss ich dazu sagen. Kubik, wenn wir das schnell überschlagen, 14.000 Quadratmeter, 3 Meter Durchschnittstiefe sind 450.000 Kubik, also 45.000 Kubik Wasser sind da drin. Und diese Daumen mal Pi, bitte heben mich nicht fest. Ich habe es nicht gemessen, aber ich habe es jetzt schnell überschlagen. Und diese Wassermenge erneuert sich in 70 Stunden. Das kommt aus dem Boden raus. Das ist Grundwasser, beste Trinkwasserqualität, was vom unabhängig von uns, von dem Umweltamt, vom Land, je nach Badebetrieb oder Außenbetrieb, alle Daumen mal Pi 14 Tage, wie gesagt, unabhängig von uns daherkommt, Wasserproben nimmt und das im Labor auswertet. Und wir haben seit Jahren beste Wasserqualität, beste, höchste Auszeichnung, jedes Mal, wenn die kommt. Also man merkt, dass du bist mit Vollblut Bademeister, du lebst für dein Bad. Vielleicht muss man noch dazu sagen, die Aufzeichnung von diesem Tag findet Ende Mai statt. Das zur Wassertemperatur, also Ende Mai ist das schon eine unfassbare hohe Wassertemperatur. Jetzt, wenn ich aber vom Naturbad weggehe und von deinem Beruf als Bademeister, dann das muss ich einfach ansprechen. Du bist ja selbstständig und hast ein unglaubliches Hobby oder Beruf noch zusätzlich. Vielleicht kannst du auf das Thema auch noch eingehen, es ist ja so vielfältig. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, nebenher noch. Also ich bin begnadeter Pilot, Gleitschirmpilot und habe mir gedacht, ja, das, was ich gern tue, mit dem musst du auch Geld verdienen. Und dann bin ich selbstständiger Gleitschirmunternehmer geworden mit meinem eigenen Flugunternehmen. Das ist, wenn ich es sagen darf, Tandem Paragleiten Vorarlberg oder Tandem Buddy.
Wir finden das auf Facebook oder als Homepage im Internet. Könnt ihr gerne buchen, um mit mir Geflüge gehen, Gleitschirmflüge. Ich fliege in der ganzen Silvretta, im Montafon, in Ischgl, da der Bazora, wenn er vielleicht in der kurzen Einblendung sehen, zum Dienst oder auch in der Freizeit. Also, jetzt ganz ehrlich, auch zum Dienst? Ja, ja. Also von der Bazora hierher zum ja. Oder von zu Hause, vom Dünser Berg, ja, genau. Also Autobahnen interessieren dich nicht, du fliegst zur Arbeit. Lieber. Dann kommst du mit einer größeren Grinser an, als wir mit allem anderen. Ja, ich bin jetzt seit 6 Jahren selbstständig mit meiner eigenen Firma, 100% unfallfrei, keine besonderen Vorkommnisse. Die älteste Passagierin war 71 Jahre jung, hat eine Riesengaudi und möchte sofort wieder mitfliegen. Und der jüngste war, glaube ich, 12 oder 10 Jahre und hatte auch genau die gleiche Gaudi. Also es ist für alt, für jung, für dick, für dünn. Es gibt für jeden einen Spaß. Gleitschirmfliegen ist wirklich sicher wahrer. Es ist nicht mehr dieser Harakiri-Sport, wie man früher einmal gemeint hat. Das au, 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 au. Nein, es passiert wenig. Also ich traue mich nicht, aber wenn ich mich trauen würde, dann gerne mit dir. Wenn jemand einen Absturz von 1000 Meter überlebt und schadet, also dann kann ich schief gehen. Ja, und nebenher machen wir noch, bin ich Mitglied in einem Extremsport-Alpin-Team. Das sind die Draco Volans. Wir machen Erstbegehungen. Wir gehen auf die Berge auf, wo noch niemand oben war. Da bei uns in Vorarlberg suchen wir uns im Winter immer einen Berg aus. Gibt es immer noch sehr viele 3000er, 2500er Spitzen, wo noch nie jemand oben war, weil man im Winter nicht mehr runterkommt. Und wir haben natürlich den riesen Vorteil, wir haben einen kleinen Gleitschirm mit, fahren mit dem Ski an oder laufen da an und fliegen da den runter. Und das ist unsere kleine Jokerkarte, der uns zum Beispiel Sparer Platte, 3 Türme, das haben wir 2011, 2010 erst befahren. Wir waren die ersten 4 Leute mit Skiern auf der Sparer Platte, die darauf gefahren sind. 2010 oder 11 im Winter war das. Wir sind die ersten auf der Wesetlerspitze gesehen. Wir waren die ersten Menschen, die da im Winter auf die Idee gekommen sind, da hochzuklettern. Also musst du immer dazu sagen, im Winter die ersten Menschen. Im Winter, ja, genau. Im Sommer bin ich hier im tollen Schwimmbad. Ja, was gibt es denn Tolleres, als wie nach dem Fliegen der Herz kommt, sich zu entspannen. Ob das der Frühschwimmer oder der Abends-, Nachmittags-Entspanner ist. Es ist für alle ein Genuss. Also jeder Gast, der da ist, sagt immer zu mir, wie im Paradies. Die Perle im Ländle, wenn sie daherkommen, nach Hause gehen, ist der Stress weggewaschen. Und das finde ich auch so. Und darum finde ich immer ein bisschen Ausgleich zwischen dem Aufreiben und dem Genuss vom Fliegen, der sich schon ein bisschen Adrenalin und Lebensgefühl und jeder fühlt sich lebendig. Man fühlt sich wirklich wieder. Und dann kommt man daher und du siehst entspannte Gäste, die ihren Müll mitnehmen, sich gegenseitig nicht den Schädel einhauen oder niederhacken und sie aufregen, sondern das mit Angesichts wie erwachsene Menschen oder wie tolle Kinder miteinander klären, weil die Natur regelt das. Und eine Sache möchte ich unbedingt noch zugunsten vom Naturbad einbringen. Es ist wirklich faszinierend und ich bin selber Biker, aber natürlich kein Extrembiker, sondern E-Biker und fahre auf die Berge. Und oft einmal, wenn ich auf die Berge fahre, fahre ich hier vorbei. Also es ist ein richtiges Eldorado auch für Radfahrer. Also ich glaube, das muss man einfach noch sagen, liegt direkt am Radweg, einmal abfahren und man ist im Naturbad. Ich glaube, das könnte ein Ausflugsziel sein für viele Vorarlberger, hier einmal vorbeizufahren und hier zu baden. Stimme da voll und ganz zu. Wir sind direkt angebunden an den Radweg. Es sind zweimal rechts abbiegen im Fraßstanz bei der Firma Myroll und man steht bei uns vor der Türe. Und das Besondere bei uns im Schwimmbad ist noch, jeder Abfahrer, der nicht nur nicht ins Wasser geht, sondern beim Wirt konsumiert, also einen Radler trinkt, einen Fruchtsaft, ein Wasser, ein Eis isst mit den Kindern oder die leckeren Mittagsmenüs, was er serviert, konsumiert, der kommt gratis rein. Ich könnte mit dir noch stundenlang reden, leider rennt mir die Zeit davon. Ich möchte zum Abschluss noch 2 kleine Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was würdest du den Badegästen gerne mitgeben? Warum sollten sie hier einmal herkommen? Und was sind so was würdest du ihnen gerne, die Message an die Badegäste? Also,
meine Message an alle Badegäste und an eigentlich das gesamte Vorarlberger Volk: Seid zufrieden. Wir leben und wir sind auf einem so hohen Niveau. Wir bewegen uns an der Spitze der Qualität. Und mir fällt auf, Vorarlberg ist ein Volk der Jammerer. Und bitte, liebes Volk, bitte, lieber Vorarlberger, hört auf zu jammern. Seht, wie schön das ist. Bewegt euch in der frischen Luft. Kommt zu uns zum Schwimmen oder egal, wo ihr hin seid. Lacht, grinst und freut euch des Lebens. Zufriedenheit ist das Schönste im Leben. Also normalerweise müsste ich jetzt sagen, Stopp, aus, weil schöner kann man den Talk nicht beenden. Also ich nehme die Message gerne auf und ich nehme es auch an, dass die Zuseher das aufnehmen, weil du sagst es wirklich mit so einer Ehrlichkeit, mit so viel Energie, mit so viel positiver Energie. Und ich kann dir nur zu 100% beistimmen. Im Normalfall würden wir jetzt noch anstoßen auf unser tolles Gespräch, aber nachdem du im Dienst bist, dürfen wir das leider nicht. Werden somit auch nicht anstoßen, aber ich verspreche es, wir werden später anstoßen, wenn dein Dienst zu Ende ist. Ich bedanke mich herzlichst fürs Gespräch. Danke. War echt eine tolle Geschichte, Ulrich. Wünsche dir viel Glück und allen, die dir lieb sind. Danke. Danke vielmals. Ja, liebe Zuseher, das war's. Ländle Talk hier direkt von der Unteren Alb mit einem unfassbar interessantem Gast. Ich hoffe, es war für Sie genauso spannend wie für mich. Und ich hoffe natürlich, dass Sie nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Ländle Talk von der Unteren Alb vom Naturbad in Frastanz.